Ja, hallo meine kleine, aber feine Zuschauergemeinde. Willkommen zum zweiten Pistenplausch. Bin gerade wieder unterwegs von der Arbeit nach Hause. Diesmal weitaus besseres Wetter als beim ersten Video. Bevor ich es vergesse, will ich euch kurz erzählen, was ihr im nächsten Vlog-Video zu sehen bekommt. Und zwar meine neuen Schuhe, meine MTB-Schuhe sind schon da. Sind gestern angekommen. Ursprünglich bekam ich die Mail oder für ein Versanddatum für den 17. Sind aber wie gesagt gestern angekommen. Passen wunderbar, sehen gut aus. Bekommt ihr im nächsten offiziellen Video zu sehen in der anderen Playlist. Zusammen mit der kleinen Actioncam, die ich noch habe. Da hatte ich euch in einem der vergangenen Videos versprochen, die etwas vorzustellen. Das werde ich in diesem Video tun. Also nicht in diesem, sondern in dem nächsten Video der anderen Playliste. Jetzt komme ich schon durcheinander mit den zwei Playlisten. Ich möchte heute im Pistenplausch mal kurz was zu meiner Person sagen. Ihr habt jetzt einige Videos von mir gesehen, aber ihr habt noch keine Infos erhalten zu meiner Person. Und zwar, ja, so ein paar Fakten. Bin 35 Jahre alt. Ich wohne mit meiner Familie im schönen Geisig, im Taunus. Man könnte sagen, im Dreieck zwischen Limburg, Koblenz und Wiesbaden. Ich bin verheiratet, habe drei Kinder, drei Töchter. Wer sich damit auskennt, weiß, dass es da oftmals rund geht zu Hause. Ja, beruflich bin ich Qualitätsmanager im Gesundheitswesen und habe noch nebenbei, ich sag mal, eine Mini-Werbeagentur nebengewerblich. Da geht es hauptsächlich um das Thema Printwerbung oder den Bereich Webdesign. Das heißt, alles, was sich so um meinen Kanal herum tut, an grafischen Geschichten, sprich Logo oder die Videobearbeitung und so, bis hin zur musikalischen Untermalung, kommt alles von mir. Trifft sich ganz gut. Dann kann ich da vieles umsetzen, vieles probieren und muss nicht Dritte damit ins Boot holen. Bin quasi da komplett mein eigener Herr. Ja, wie gesagt, die Pistenplausch-Videos sollen nicht allzu lange sein. Einfach nur so ein kurzer Stand der Dinge, kurz Update für euch, kleine Informationen zwischendurch. Ich weiß nicht, kennt ihr noch die Show damals mit Rudi Carrell? Er sagte dann immer, eben noch unter den Zuschauern und jetzt auf unserer Showbühne. Das gleiche kann ich jetzt auch sagen. Eben noch im Auto. Ja, und jetzt schon auf dem Fahrrad. So schnell geht das. Bin gerade unterwegs im schönen Mühlbachtal wieder mal, und zwar von Nassau Richtung Donnershausen. Wollte euch nur erzählen, es gibt jetzt neben dem eigentlichen YouTube-Kanal Zworad auch einen WordPress-Blog mit gleichem Namen, www.zworad.de. Und zwar findet ihr zu jedem Video auch noch einen Beitrag. Wer also eher Lust hat zu lesen, anstatt Videos zu gucken, ist herzlich eingeladen, mal reinzuschauen. Dann sind meine Schuhe schon da. Ich habe es angekündigt. Shimano Mountainbike-Schuhe. Mit den passenden Cleats. Ich habe die Cleats jetzt angebaut, die dabei waren. Das sind die mit diesem Universalausstieg. Dazu habe ich die Shimano Pedale SPD M324. Sind zwar etwas schwer, aber beim E-Bike fällt das eh nicht so auf. Ja, der Mechanismus funktioniert einwandfrei. Ich habe sie zunächst noch etwas
weicher eingestellt von der Spannung her. Muss mich erst wieder dran gewöhnen. Aber funktioniert schon mal ganz gut. Hatte im Laufe meiner Tour heute noch keinen Sturz. Dann habe ich im Aldi eingekauft. Und zwar gab es am Donnerstag einen Montageständer für 25 Euro. Mit dessen Hilfe habe ich auch schon die Pedale montiert. Klappt auch wunderbar. Macht einen soliden Eindruck. Ich habe gehört, die waren auch recht schnell vergriffen. Ist höhenverstellbar. Bis 1,90 Meter, glaube ich. Die eigentliche Halterung für den Rahmen ist schön gepolstert bzw. gummiert, damit keine Kratzer an den Rahmen kommen. Wie gesagt, das, was ich jetzt gemacht habe, damit für den Zweck kann ich das Teil nur empfehlen. Auch in Anbetracht des Preises von 25 Euro. Ja, als nächstes auf dem Programm habe ich die kleine Action Cam, die Qmox SJ4000. Werdet ihr also im nächsten Video sehen. Hier das als kleiner Pistenplausch. Soll es das wieder gewesen sein. Wie gesagt, hier mitten aus dem Mühlbachtal. Kurz hinter Nassau. Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen und sehen. Die Lichtverhältnisse sind nicht mehr einwandfrei. Und die Sonne geht jetzt auch so langsam unter. Von daher soll es das gewesen sein. Kurzer Pistenplausch. Wie gesagt, www.2rad.de. Gibt das Ganze nochmal schriftlich. Da könnt ihr dann auch Infos zu den anderen Videos nochmal nachlesen. Da sind die ganzen Produkte verlinkt, die ich besitze in dem Thema. Und ja, so nach und nach füllt sich der Blog auch mit Leben. Ja, ich bleibe meinem Spruch treu. Macht's gut, haltet die Ohren steif. Man sieht sich und man liest sich vielleicht. Bis dann, bye bye.